Es ist ganz klar, dass wir in Europa wieder zu soliden Staatsfinanzen zurückkommen müssen. Jetzt muss man nur sehen, was sind solide Staatsfinanzen. Als Ökonomen machen wir das so, dass wir den Schuldenstand eines Landes in die Relation zur Wirtschaftsleistung eines Landes setzen. Das ist die sogenannte Schuldenstandsquote. So, also für solide Staatsfinanzen kommt es zum einen darauf an, wie viel Schulden hat man und zum anderen, wie ist die Wirtschaftsleistung. Und ich glaube, wenn wir zu soliden Staatsfinanzen in Europa zurückkommen wollen, ist es wichtig, dass wir wieder zu Wirtschaftswachstum zurückkommen, dass wir also nicht immer tiefer in die Rezession geraten. Denn Wirtschaftswachstum ist die beste Voraussetzung für stabile Staatsfinanzen. Der Staat nimmt dann wieder mehr Steuern ein, er muss weniger für Arbeitslosigkeit bezahlen und die Wirtschaftsleistung, die ja dann im Nenner sozusagen dieser Schuldenstandsquote steht, die nimmt auch zu. Das heißt, das ist eigentlich der Weg, wie man versuchen muss, aus der Verschuldungskrise herauszukommen. Es ist klar, dass auch gespart werden muss, aber es spart sich eigentlich eher und besser in einer Situation, wo die Wirtschaft eine Aufwärtstendenz aufweist, als in der Rezession. Denn das ist das, was wir im Augenblick erleben, dass die Länder, obwohl sie in der Rezession sind, immer mehr sparen. Und da ist eben das Risiko doch sehr groß, dass man sich kaputt spart. Für mich das beste Beispiel dafür ist Griechenland, das ja eigentlich all das an Sparmaßnahmen gemacht hat, was man ihm vorgegeben hat, aber das dadurch immer tiefer in die Verschuldung geraten ist. Wir haben das Problem bei den ganzen Konsolidierungs- und Sparmaßnahmen, dass sie sehr stark auf der Ausgabenseite ansetzen, dass sie also den Staat schrumpfen und dass die Alternative, die Staatsfinanzen dadurch zu stabilisieren, dass man dem Staat mehr Einnahmen gibt, dass diese Alternative kaum angedacht wird. Und das wäre aus meiner Sicht der sehr viel bessere Weg, dass man eben über höhere Einkommensteuern, über einen Solidaritätszuschlag, wie wir das in Deutschland ja auch nach der Einheit hatten, dass man bei denjenigen, die noch gute Einkommen haben, dass man da versucht, den Staat auch wieder besser zu finanzieren. Und das wäre in doppelter Hinsicht gut. Es würde zum einen weniger stark bremsen, die Steuererhöhungen bremsen weniger als Ausgabenkürzungen. Und zum anderen wäre es eben auch ein Beitrag, die Ungleichheit zu reduzieren, würde also auch von daher zu mehr wirtschaftlicher Dynamik führen. Das Grundproblem, das wir im Augenblick haben, ist, dass Länder wie Italien oder Spanien ja sehr stark gespart haben, sehr viele Anstrengungen unternommen haben, um ihre Staatsfinanzen zu stabilisieren. Dass das aber von den Finanzmärkten in keiner Weise honoriert worden ist, dass die Zinsen für diese Länder noch weiter gestiegen sind. Das heißt also, das, was die Länder eigentlich versucht haben zu sparen, ist teilweise dadurch wieder unterlaufen worden, dass sie jetzt deutlich höhere Zinsen bezahlen müssen. Das heißt, um also den Staaten zu helfen, dass sie tatsächlich mit ihren Sparmaßnahmen Erfolg haben, muss man sie davor schützen, dass sie immer höhere Zinsen an die Finanzmärkte bezahlen müssen. Und dafür ist eben die Gemeinschaftshaftung ein ganz wichtiger Weg. Das würde dafür sorgen, dass die Zinsen in diesen Ländern auf ein vernünftiges Maß runterkommen. Und es würde nebenbei auch dazu führen, dass deutsche Sparer für ihre Ersparnisse wieder vernünftige Zinsen kriegen. Denn das Gegenstück der hohen Zinsen in Italien und Spanien sind ja Zinsen in Deutschland bei nahe Null, wo derjenige, der nun fürs Alter nun sparen möchte und muss, eigentlich kaum noch Zinsen kriegt. Das heißt also, eine Gemeinschaftshaftung, die jetzt für alle Länder in Europa Zinsen von 3,5 bis 4% bringen würde, wäre eigentlich für alle Beteiligten eine vernünftige Angelegenheit. Wichtig ist, Gemeinschaftshaftung darf nicht Blankoscheck bedeuten, darf nicht bedeuten, das sind wir ja bei dem Beispiel jetzt der Familie, dass jemand jetzt beliebig aus der Familienkasse sich bedienen darf, sondern Gemeinschaftshaftung setzt voraus, dass wir deutlich striktere Kontrollen einführen für Länder, die eine unsolide Fiskalpolitik betreiben. Das heißt, wir bräuchten sowas wie einen europäischen Finanzminister, der eben im Zweifel einem Land sagt, das Budget, das ihr jetzt vorhabt, da ist die Verschuldung zu hoch, ihr müsst jetzt noch zusätzlich Sparmaßnahmen vornehmen. Gemeinschaftshaftung und eine gleichzeitig stärkere Kontrolle, und zwar eine direkte Kontrolle über nationale Budgets durch eine europäische Institution, das sind zwei Seiten von einer Medaille. Also jeden Tag, den wir verstreichen lassen, ohne uns wirklich aktiv um eine nachhaltige Lösung zu bemühen, macht es schwieriger, den Euro zu retten. Also die Kräfte, die das Ganze auseinandertreiben, nehmen jeden Tag mehr zu. Und das heißt, man braucht dann auch umso mehr politische Kraft, um das wieder zusammenzuhalten. Ich glaube, dass wir jetzt nach wie vor die Chance haben, diesen Euro zusammenzuhalten, dass wir auch die Menschen in Deutschland überzeugen können, dass für uns die bessere Lösung der Euro ist als die D-Mark, dass wir damit besser fahren mit unserer Industrie, mit unserer Exportwirtschaft. Aber wir müssen jetzt damit anfangen, und zwar sehr energisch damit anfangen, diesen Prozess einzuleiten, denn irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo es wirklich zu spät ist.